Heute in der Folge wollen wir in das Nether reisen, aber um ins Nether zu kommen, müssen wir uns erstmal ein Portal bauen. Und da machen wir nicht nur einfach so ein ganz normales viereckiges, nein, heute wollen wir uns so ein kleines Nether-Portal einfach mal designen. Wie das natürlich heute am Ende der Folge aussieht, zeige ich dir. Von daher, Blöcke in die Hand, los geht's! Ihr seht ja hier diesen dunklen Fleck, der sich hier auf meiner Welt befindet. Das wird erzeugt durch dieses UFO, was ich mal vor langer Zeit gebaut habe. Und das stört mich natürlich so ein bisschen in der Ecke. Und was könnten wir hier hinbauen? Natürlich habe ich mir gedacht, wir bauen uns hier ein Nether-Portal hin, um natürlich ins Nether zu reisen. Aber nicht nur so ein einfaches Nether, da möchte ich mir gerne schon irgendwie was Besonderes hinbauen. Und da würde ich mal sagen, müssen wir das Ganze hier erstmal ein bisschen terracraften. Denn einfach so glatt hier auf Flachland, das sieht einfach nicht aus. Am besten nehmen wir natürlich Materialien, die auch im Nether vorkommen, denn dann passen wir das Ganze hier so ein bisschen an. Ich werde mir, glaube ich, erstmal so ein kleines Podest hier bauen. Glück hat, sag ich mal, diese fliegende Untertasse da oben so eine schöne runde Form. Dann können wir das natürlich anpassen und auch hier einfach mal so einen kleinen Kreis und ziehen. Kleines Podest, was das schon ist. So, ich werde mir das Ganze an den Seiten hier auch noch so ein bisschen zur Erde machen. Aber auch halt so, dass das nicht komplett gleich aufhört, sondern auch hier so eine kleine Struktur entsteht. Nimmt so langsam schon Form an. Ich würde mal sagen, so langsam können wir auch hier noch ein paar andere Blöcke einfach mal als Farbe hier dazwischen hauen. Ich werde mir einfach den Fuß für mein Portal, also diese Grundfläche, einfach so aufteilen, dass das einfach aus diesen Biomen aus dem Nether einfach besteht. Bei so ein bisschen diesen Lavagebieten im Nether werde ich hauptsächlich eigentlich den Magma-Block nehmen. Dann wirkt das so ein bisschen, als ob das hier so schön runterläuft. Vom Nether darf der Netherstein nicht fehlen. So langsam nimmt das echt Gestalt an. Jetzt haben wir schon unsere vier Ebenen hier so ein bisschen gemacht. Jetzt müssen wir die natürlich noch ein bisschen verfeinern. Aber bevor wir das natürlich verfeinern und anpassen, würde ich mal sagen, bauen wir jetzt so langsam unser Portal. Und das Portal soll sich hier in der Mitte eigentlich ergeben. Und ich hatte ja hier, sage ich mal, so eine Dreiermitte mir vom Anfang an gelassen. So, dass ich mir hier, sage ich mal, mein Portal auf eine Breite von 3 mache. Muss ich noch gucken natürlich, wie hoch ich mir mein Portal setzen will an sich. Ich werde mir das, glaube ich, noch ein bisschen größer bauen. Ich muss ja jetzt so gucken, auch so ein bisschen zu den Gebäuden, wie das, sage ich mal, dazu abstimmt. Denn so ein kleines Portal hier dazwischen, das sieht natürlich auch nicht schön aus. Zünden wir es gleich nochmal an. Das ist doch mal eine schöne Größe. Denn ich habe mir gedacht, wir machen uns hier von so ein Schwert, sage ich mal, was so in den Boden reingerammt wird, um in das Nether zu kommen. Es gibt auch in Minecraft so einen weinenden Obsidian. Das ist so noch so richtig mit dunkler Magie, könnte man schon fast sagen. Verseuchter Block, der natürlich hier vom Nether ausgeht, sodass das Nether, sag ich mal, hier die Blöcke unter sich so ein bisschen, sag ich mal, ja, mit diesem Nether-Zauber so ein bisschen verwandelt. Aber damit sollte man auch nicht übertreiben. Natürlich möchten wir auch zum Portal hinkommen und ich finde, so eigentlich von der Straße aus würde das am besten sein. Da ist wieder die Frage, welches Material gefällt uns da am besten. Ich würde natürlich hier diese tiefer Schiefer-Sachen verwenden. Aber so einen komplett heilen Weg, das sieht natürlich nicht aus. Die müssen wir natürlich noch ein bisschen verfeinern, so ein bisschen dekorieren, damit das auch schick aussieht. Man würde sich zum Beispiel so Feuer sowas hier dazwischen machen. Okay, das sieht schon ein bisschen interessanter aus. Jetzt wollen wir natürlich das Portal weiterbauen. Und zwar habe ich mir gedacht, natürlich machen wir das wie so ein Schwert, was in den Boden halt geht. Dafür müssen wir natürlich erstmal den Griff uns einmal basteln. Schlammzige Mauern haben echt eine coole Textur. Die mit Obsidian zu mischen, das sieht schon schick aus. Das wirkt auch so ein bisschen wie so ein Schwertgriff. Erstmal so grob uns erstmal die Struktur hier so ein bisschen bauen, bis wir die natürlich hier immer wieder ein bisschen verfeinern. Da kann man immer so Treppen nehmen für Ecken. So,
Oho, also Wein des Obsidian in der Mitte des Griffes. Das hat auch was, muss ich ehrlich zugeben. Sagen wir, das Schwert wird durch den Griff gespeist, da fließt die Macht des Nethers durch. Pass mal auf, ganz oben in der Klinge machen wir auch nochmal Wein des Obsidian hier rein, dass man auch nur so ein bisschen die Spitze hier sieht. Müssen wir natürlich nur noch ringsrum das Ganze ein bisschen dekorieren. Zum Beispiel ein paar Bäume im Nether noch pflanzen. Selbst im Nether gibt es ja Gras. Das müssen wir auch unbedingt pflanzen. Das gehört definitiv als Deken hier mit dazu. Obwohl ja Karmesinwurzeln so ein bisschen auch aussehen wie Korallen, oder? Die haben schon Ähnlichkeit damit. Okay, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Wir haben, sag ich mal, das Seelensandgebiet, unser Lavagebiet, unsere beiden Waldbiome. Irgendwie muss aber nach vorne hin, sag ich mal, so ein kleiner Bogen, oder? Und schon haben wir unser Nether-Portal erschaffen. Oha. Das sieht ordentlich aus. Das nenne ich mal echt ein Portal-Design. Einfach so die Biome hier aus dem Nether zusammengefasst. In der Mitte steckt das Schwert drin. Es verflucht schon hier so ein bisschen den Boden und hat einfach ringsherum alles ins Nether schon reingezogen. So, dass man halt wirklich sieht, wenn ich da reingehe, was erwartet mich ins Nether zu gehen. Und natürlich spawnen wir gleich bei einer Festung. Ja, sehr schön. Hier gibt es sogar ein Portal. Guckt euch das an. Oh, hallo Lohe. Man sieht schon diese Vorbereitung, dass sie auch in unsere Welt gehen wollen. Guck mal hier. So mit Ketten zusammengefasst. Das ist ja auch ein Designart. Ja? Sieht auch sehr komisch aus, ne? Guck mal. Alles hier so abgeschnitten. Die sind gar keine Blöcke. Die Lava, die ist einfach glatt. Guck mal, die breitet sich hier auch gar nicht aus. Eine Höhle. Vielleicht Gold gefunden. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. So aufgeschnitten alles. Komplett aufgeschnitten, das Nether. Oh, hier haben wir eine Bedrock-Wand. Ob ich mich da durchbauen kann? Und dann geht's einfach weiter ins Nether. Jetzt muss ich nur noch zurückführen zu meinem Portal. Ach, da drüben ist es ja. Wir haben für unser Portal jetzt alles erschaffen hier. Ich bin sehr zufrieden, wie das heute geworden ist mit dem Nether-Portal. Und vergesst nicht, alles, was aus diesem Nether-Portal rauskommt, könnt ihr auch ganz einfach wieder zurückschicken. Einfach, ja, ins Nether-Portal reinschicken. Und plupp, sind sie weg. Wie man sich das natürlich jetzt hier designt, da gibt es viele Möglichkeiten. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr euch euer Nether-Portal auf euren Server gemacht habt. Aber ansonsten war es das wieder für die Folge. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann bleibt immer auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also, haut's rein und tschüss. 'Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH, cut your limit. I don't need a guide.